Auch hier fühlten sich die 05er betrogen. Bodogs umstrittener Platzverweis ebnete den Weg für einen lauterer 3:2-Sieg. Zweifacher Torschütze zwei Wochen vor Weihnachten, Lincoln. Die Bundesliga-Derbys in diesem Jahr gewann beide Mainz, zuletzt vor 3 Monaten auf dem Betzenberg. Torschütze zum 2:0 entstand der frühere Lauterer Benjamin Auer. Nach zuvor 5 bösen Bauchlandungen war es der erste Mainzer Saisonsieg. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, einmal haben wir gewonnen oder wir haben in dem Jahr schon 2-mal gegen Lautern gewonnen. Also das dritte Mal muss jetzt nicht zwingend sein, aber wir machen dann einfach einen Dreier draus. Es ist Pokal und wir wollen die nächste Runde und das darf man uns dann auch ruhig ansehen. Ansehen konnte man Wolfgang Wolf, dass ihm sein letztes Treffen mit Jürgen Klopp gar nicht gut bekommen ist. Paulus Eigentor vor 2 Monaten in Mainz. Der Anfang vom Nürnberger 1:4 und vom Ende des Clubtrainers Wolfgang Wolf. Danach musste ich mich verabschieden von Nürnberg und letztendlich hat Mainz eigentlich zu hoch gewonnen in dem Spiel. Aber wie es so ist und auch die Situation momentan in Kaiserslautern ist so, wenn du unten stehst, dann kriegst du halt solche Gegentore und das müssen wir gegen Mainz verhindern. Der letzte große Pokaltriumph des FCK liegt knapp 10 Jahre zurück. Andreas Brehme präsentierte den Pott auf dem Rathausbalkon. Es war ein trauriger Triumph. Eine Woche zuvor war der Verein aus der Bundesliga abgestiegen. Es kann sich alles wiederholen, aber das möchten wir natürlich nicht. Wir möchten nicht absteigen. 05-Präsident Strutz erlebte das größte Pokalkapitel seines Vereins 2 Tage vor Weihnachten frierend im Münchner Olympiastadion. Der Zweitligist im Viertelfinale beim großen FC Bayern, der unangefochten 3:0 siegte. Der heutige Lauterer Carsten Janker freute sich wie ein Schneekönig. Am Ende feierten dennoch nur die Mainzer. Am Dienstag gibt's für beide Trainer gute Gründe, weiterzukommen. Weil sie es unbedingt wollen. Weil wir alles davor tun werden, mit unseren Fans im Rücken, um die Schmach von der Niederlage hier im Punktspiel wieder wettzumachen. Wer auch immer auf dem Betze gewinnt, eine schöne Bescherung gibt so oder so. Für wen, das erfahren wir dann am Dienstag. Also der FCK startet natürlich mit Rückenwind aus dem Heimsieg in das Derby. Wie viel Spannung steckt da drin? Große Spannung. Ich meine, Wolf hat ja eben gerade gesagt, also er will die Schmach dieses verlorenen Spiels in der Bundesliga wieder gut machen. Also da ist schon richtig Feuer drin. Wir wollen ganz einfach gewinnen und ich glaube, wir haben auch gute Chancen. Wir haben eine große Fanaktion gestartet. Wir werden viele tausende Mainzer Fans mitbringen und dann fahren wir in der Tat himmelblau in die Hölle und dann werden wir sehen, wie wir da rauskommen. Ich bin sicher, es wird ein tolles Pokalderby und durch den Sieg Kaiserslautern hat natürlich ihr Selbstvertrauen. Aber nur dadurch, dass wir jetzt gestern unentschieden gespielt haben, ist unser Selbstvertrauen eigentlich nicht geringer geworden. Wir werden da mit breiter Brust auftreten. Wir haben eine große Chance, dort weiterzukommen. Und das zweite Mal in einem Jahr dann bei Lautern zu gewinnen, das wäre ja auch nicht das Schlechteste, um auch die Worte von Wolfgang Wolf auch weiterzuführen. Also viel Spannung steckt im Derby, aber viel Spannung steckt auch im nächsten Jahr, im Jahr 2006.